Weltkarte. Kannst du mich bitte nach Velen bringen? Achso, Leertaste. Ha. Ist das hier Velen? Ja, ne? Grabhügel. Irgendwo sollen wir doch dahin. Gucken wir mal. Karte. Karte. Reise nach Velen. Ja, versuche ich mal ganz. Vermute ich mal ganz stark, dass ich hier hin muss. Ich bin, glaube ich, wahrscheinlich wirklich zu klein. Im Krieg haben beide Seiten unsägliche. Ja, ich glaube, die sind wirklich alle zu klein für mich, oder? Skellige, Novigrad. Ach so, das sind die ganzen Verbindungen, ne? Wählen, Novigrad. Mal eben kurz die Quest gucken. Stufe 5, empfohlen. Reis nach Wählen. Na gut, machen wir es mal. So, da bin ich. Und ich möchte nach Velen. Ach ja. Schnellreise. Karte aufmachen. Velen anvisieren. Doppelklicken. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Tipp, 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 Ladebildschirm des Todes. Rassistische Spannungen in Städten, in denen sie zusammenleben, in Pogromen und Massakern. Der Macht nutzt, erhältst du einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Orte der Macht kannst du überall finden. Okay. Unter Wasser kannst du seltene Kräuter und versunkene Schätze finden. Ja, wenn ich es überlebe, da unten rumzukrauchen. Ich bin jetzt schließlich Stufe 3 erst. Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Ich kann auch nicht jetzt so viel machen. Und er lädt und lädt und lädt. Da ich ja viel zu klein bin. Ich muss ja erstmal wahrscheinlich leveln, leveln, leveln. Und leveln. Nö. Jo. Schauen wir mal. Zack, 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 zack. Och Gottchen. Ey, Ladebalken. Ja, ich war ja, hab ja lange nicht mehr gespielt und alles neu aufgesetzt. Und von vorn. Hallo? Alles klar. So, geht zur Taverne am Scheideweg. Das heißt, wir müssen, glaube ich, nur. Ach, da hinten müssen wir hin. Ja, dann können wir mal ein bisschen
ein bisschen laufen, wa? Ach, der reitet gar nicht. Irgendwie war das doch mit alleine reiten. Du siehst aber schlimm aus. Ja, danke. Nettes Kompliment am Morgen. Also wirklich. Das Anschlagbrett hole ich mir gleich. Wir wollen ja erstmal ins andere Dorf. Du weißt ja, was willst du? Kennst du den blutige Baron, dass du hier bist? Ja, das wird er schon merken. Dann griffen beide Streitmächte an. Wow, eine von jeder Seite. Deine Augen, die sind wie die von meiner Katze. Ach, Kind. Eva, der Priester betet. Siehst du das nicht? Ja, ja. Geh nicht fort. Ich laufe doch schon. Ich bin doch schon weg. Nettes Begrüßungskomitee hier. Eieiei. Sieht nett aus. Sympathische Gegend, würde ich meinen. Ja, jetzt nicht. Ich bin noch zu klein. Ah, da sind wieder die ganzen Fischmenschen. Oh, oh, Kurve. Fast nicht bekommen. Ich hoffe doch mal, dass hier gleich noch ein Wegpunkt ist oder so. So, hallo. Ich geb sie nicht auf, nie im Leben. Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Au. Werden sie nicht kriegen. Genau, erstmal durchs Feuer laufen. Oh Gott. So. Am Schallweg nach einem Agenten namens Hendrik. Wen soll ich denn hier fragen, alle? Tag. Hallo, krieg ich dich anvisiert? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dir reden. Hallo. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Was muss verschwinden. Zur Hintertür raus. Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Bieten wir ihm mal was zu trinken an, wa? Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Ach komm, ich gehe nach Novigrad. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. So, Prost. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost!
Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Das ist aber nett. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verklagt. Hurensöhne. Reden? Danke, dass du mit diesem Schwein deinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über ihn? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja. Und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Gerne doch. Suche in Heidfelde. Suche... Ach, da. Da, suche in Heidfelde. Nächsten Ort. Kann man da hinporten? Ja, muss ich wahrscheinlich erst einmal hin. Können wir mal eben fragen. Hat er nicht eigentlich noch was zum Kauf vielleicht? Sei gegrüßt. Achso, das könnten wir ihn auch noch alles fragen. Etwas zu trinken wäre nicht schlecht. Etwas zu trinken wäre recht. Zeig mal, was du hast. Vielleicht hat er noch ein paar schöne Gwindkarten. Jawoll. Oh ja. Oh. Nicht genügend Münzen. Muss ich ihm wohl ein bisschen was verkaufen, wa? Nee. Von meiner Rüstung will er nix. Den Sachen will er auch nix. Plunder vielleicht. Das gibt alles nicht so wirklich viel. Silber, Schweinehaut, Blumen. Ach komm. Ein paar Blumen. Ja. Stumpfes Beil. Becher. Was kostet die Karte? 50, was habe ich denn jetzt? So. Jawohl. Ich muss unbedingt mal. Danke. Leb wohl. Mein ganzes Schrott loswerden. Hupala. Sorry, ich wollte nicht. So. Reiten wir erstmal weiter, wa? So. Und mein Leben ist so leer, ne? Vielleicht sollten wir mal ein bisschen... Nee, das soll schon da rein. Das da? Welches Slot ist denn das? Essen. Essen, wie können wir denn essen hier? Bomben? Taschen? Ich möchte essen.
Ah, guck mal. Azad, Ingi. Ich nehme Ingi. Ingi ist da. Tastenbelegung, warte mal. Optionen. Tastaturzuweisung. Ausweichen, rollen. Ah, R und F. Aha, da haben wir es. So, zurück. Wir wollen fortfahren. Na, komm.